Hallihallöche, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Prey. So, dieses Mal werde ich mich tatsächlich auch an den Weg halten und auch endlich mal dahin gehen, wo ich will. Hier tropft immer noch die gute Arme hier rum. Und der Operator macht Geräusche. So, komme ich hier durch, ohne dass ich gegrillt werde? Wahrscheinlich. Demonstration Stage. Vorführungsbühne, aha. Hier war doch auch noch einer. Der hat doch hier den Misch gemacht, der ist bestimmt da unten. Egal. Nicht schon wieder woanders hin, wir wollen hier lang. Wie in einem trüben Spiegel findet Dr. Calvino Schlüsselkarte für seine Werkstatt. Gefunden? Nein. Spaß, nur ein Kabel. Was haben wir hier? Eine Spule, durchgebrannte Platine. Ja. Das war's, glaube ich, soweit. Die tun wir mal weg. Und dann kommen wir hier durch. So. Ersatzteile. Was haben wir hier? Für eine Schleuse, Wartungsschleuse. Eigendiagnose protokolliert. Daten korrumpiert. Liste rein. Service Servo. Okay, da ist schon wieder so ein gehackter Operator. In der Werkstatt. Wir sind in Dr. Calvinos Werkstatt. Der Kreislauf hat neue Instruktionen gefunden. Kann ich den auch einschäumen? Will ich mal probieren. Eigendiagnose protokolliert. Liste. Reparatur- und Wartungsprotokolle. Dateien nicht gefunden. Ja, geht. Sehr schön. Oh, das sind ja mehrere. Oh, ich muss weg. Hau ab da, du Mistvieh. Ah. Mann, wie viel sind denn das? Au. Um Himmels Willen. Okay, ich glaube, jetzt mal was. Eine Banane und einen Granatapfel. Und was haben wir noch? Ein Bourbon. Heilt Furcht. Aber dann bin ich besoffen. Nee, das lassen wir mal. Fischstäbchen. Big Bang Bonbon. Und ein Duckbier. Oh nein, jetzt sind wir wieder besoffen. Mist. Ich Idiot. Wieder so ein Zufallszeug. Zitronentorte. Udon-Nudeln brauchen wir nicht, denn wir sind schon wieder heil. So. Da hauen wir auch mal rein. Anzug auch wieder heil. So, Waffen-Upgrade haben wir jetzt mittlerweile zwei Neuromods, fehlen aber wieder einige, um die Waffen-Upgrades einzusetzen. Oh nein, besoffen. Scheiße Idee gewesen. Oh, noch mehr Müll. Oh, die haben ja auch was dabei. Wusste ich gar nicht. Wo bist du? Ich höre dich doch. Einschäumen? Nee. Mal nachladen. Dann nehmen wir mal die hier. Wo bist du? Mimik, Mik. Mimi, Mimi, Mimi. Kleines Mimi, Mimi, Mimi. Interne Verriegelung. Jede Luftschleuse besitzt eine manuelle Verriegelung, die Sie vor einem Weltraumspaziergang deaktivieren müssen. Das ist zwar als Sicherheitsmaßnahme gedacht, aber irrelevant, wenn der Feind schon in der Station ist. Wenn Sie hinausgehen. Moment, ich muss mal ganz kurz. Bleiben Sie in der Nähe. Die Teufel sind vielleicht auch schon im Außenbereich. Nicht vergessen, andere Luftschleusen müssen auch zuerst von innen geöffnet werden. Noch etwas, Sie haben noch kein Antriebssystem. Das brauchen Sie aber zum Manövrieren. Aha. Ich habe jetzt gerade überhaupt nichts mitgekriegt. Was ist das jetzt? Ist die Schleuse jetzt offen oder was?
Aber ich habe doch nicht hier Antriebssystem und so weiter. Operator antworten. Das ist jetzt aber nicht, hoffentlich nicht schon wieder ein Korrumpierter. Transtar, Kobolds 419 Technik Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Nein, du gehst mir in keine Öffnung. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Oh! Reparatur abgeschlossen. Oh ja, danke schön. Operator nähert sich. Wo? Achso, du. Wo ist der Mimik? Ich höre ihn doch. Oh, was ist das hier? Da liegt doch schon wieder irgendwo jemand. Oder ist es was? Na, ist wahrscheinlich irgendein anderer Schatten. Ja. So. Storage Room. Hacking 1. Können wir eigentlich mal machen. Werkstatt Vorratsschrank. So, so, so. So, so, so. Oh, oh, oh. Und. Was denn? Ich war doch drin. Och Mensch. Nochmal. Oh nein. X. Jawohl. Aha. Huch, ich dachte, ich habe die Zange noch aktiviert. Ah, Viskosität der Glukanone. Hallo Clive. Wir müssen die Nachladegeschwindigkeit der Glukanone verbessern. Die Aktoren an dem Ding sind so lahm. Mary. Waffenupgrade. Glukanister nehmen wir auch mit. Was ist das? Was blinkt denn da? Ersatzteile. Was haben wir hier sonst noch Schönes? Einen nassen Flor. Lötkolben. Irgendwas anderes. Ein Stativ. Eine Lampe. Und das war's auch schon. Wo ist das Rote hier? Hier. Oh, oh. Au, au, au. Ah, das ist kein Mimik. Das ist hier der... Ah. Ich denke die ganze Zeit, das ist ein Mimik. Operator. Bitte einmal, was machst du da? Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität ist nominal. Ach so. Hey, der war doch gerade... Der hat doch gerade was abgekriegt gehabt. Okay, hier komme ich nicht rein. Radioaktivität und so. Was muss ich da überhaupt? Was muss ich denn überhaupt schon wieder tun? Ah, immer diese Ablenkungen. So, wir haben mittlerweile 3 Waffen-Upgrades. Aber es fehlen noch Neuromods. Ziele. Wie in einem trüben Spiegel findet Dr. Calvinos Schlüsselkarte für seine Werkstatt, betritt Dr. Calvinos Werkstatt. Habe ich doch schon. Bin doch in der Werkstatt. Dr. Ah nein, hier ist Dr. Calvinos Werkstatt. Hä? Ja, ich bin doch. Das hier ist ein Ziel und das hier ist ein Ziel. Welches ist denn das? Das ist ein Schlüssel der Leiche, Zero Antriebssystem. Auf Karte ansehen. Das ist doch richtig. Ich muss doch dann hier hin. Dr. Lorenzo Calvino. Was ist das denn da cooles? Oha. Ich komme. Wer? Der hier. Was macht der da? Und was rumpelt denn da immer so?
Dr. Lorenzo Calvino. Ah! Luftschleuse entriegelt. Aber ich kann doch da nicht rein ohne Anzug, dachte ich. Required for Eva. Antriebssystem erforderlich. Antriebssystem für EVA benötigt. Bitte kontaktieren Sie die Technik im Maschinenlabor. Die Technik im Maschinenlabor. Warum fallen da Sachen von der Decke? Förderersteuerung. Warnung. Frachtförderer erfordert planmäßige Wartung. Förderer darf ohne entsprechende Genehmigung nicht bedient werden. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Wir werden es gleich rausfinden. Ich komme. Okay, ich habe es kaputt gemacht. Komm her. Wo ist das andere? Ich höre dich doch. Ach, da oben. Ja, wir haben ja genug Munition, ne? Komme ich so nicht hoch? Kuckuck. Haha. Oh, da liegt ja auch jemand. Peter Coleman. Und er hat einen Neuromod dabei. Ja, schon wieder. Vorratskiste. Oh ja, da ist Zeug drin. Sehr schön. Noch mehr. Jawohl, sehr schön. Das hat sich gelohnt. Hier hoch zu jumpen. Mal wieder was essen. Oh, was? Wo geht's denn eigentlich? Da hoch? Komm ich nicht hoch, okay. Bewege mich. Ja, bewege dich. Tu das. So. Ich esse dabei mal ein paar Dinge. Zwei habe ich jetzt wieder. Ich brauche aber drei. Nein, ich brauche vier. Nein, wie viel brauche ich? Vier brauche ich, ja. Aber wenigstens genug Plätze jetzt hier im Inventar. So, okay. Habe ich eigentlich den Timer gestartet? Ja, gut. Ein Werkzeugwagen, gar nicht gesehen. Gut, wo war ich? Hier war ich. Das da haben wir jetzt erfolgreich kaputt gemacht. Ja. Das wollte ich jetzt gar nicht. Arbeitsaufzeichnungen des Technikers. Eines Technikers. Auszug aus dem Arbeitsaufzeichnungen des Technikers Clive Lawrence. Eintrag 4. Vorbereitende Tests mit einer höheren Federkonstante haben sich als vielversprechend erwiesen. Es ist jedoch schwierig, sie mit dem Fabrikator so hinzukriegen, dass sie steif genug, jedoch nicht brüchig werden. Eine weitere Option wäre, es Fracht von der Erde zu ergattern. Thorsteins Assistent hat aber Adleraugen. Aha. Eintrag 4, Nachtrag, liebes Tagebuch von Clive. Er versucht nur Mary mit einer Verbesserung ihres Spielzeugwaffendesigns zu beeindrucken. Selbst wenn er intelligent genug wäre, um ihre Arbeit zu optimieren, würde sie ihn längst liegen lassen. Eintrag 4, Nachtrag zum Nachtrag. Ich bin gerade dabei herauszufinden, wie ich die Reichweite erhöhen kann. Und halte dich verdammt nochmal vor meinen meinen Aufzeichnungen fern, Franklin. Ah, okay, gut. Dann wissen wir das auch. Teilweise ist hier schon sehr viel unnützes Wissen am Start. Was haben wir hier? Drei E-Mails. Die Jägerin ist bereit. Also Leute, ich glaube, das Ding ist bereit. Ich nenne es Jägerin Bolzenwerfer Clive. Mir gefällt deine Idee der kapazitiven
Spitzen an den Bolzen sehr gut. Schickst du mir die technischen Daten, dann arbeite ich sie in der Fabrikateplan der Munition ein. Mit diesen Spitzen kann man jeden getroffenen Touchscreen aktivieren. Ich habe ziemlich viel Müll für den Fabrikator gesammelt, damit wir einige davon nach der Arbeit herstellen und ausprobieren können. Diese blöden Dinger da. Mach das, liegt nicht in meiner Verantwortung, sondern morgens. Clive. Ja, Fehlfunktion, Rückmeldung über die. Ja, gut, ist noch. Schon wieder was kaputt gegangen. Was ist denn da los? Alles geht kaputt hier, alles verreckt. Ich lade mal nach und speichere mal ab. Oh, 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 oh. Au, au, au. Verteilerkisten. Du wurdest von einem Elektrostoß aus einer defekten Verteilerkasten getroffen. Glue isoliert die überspringende Elektrizität lange genug, damit du Reparatur 2 einsetzen oder die Gefahrenquelle direkt umgehen kannst. Defekte Verteilerkästen fügen auch deinen Gegnern Schaden zu. Nix wie weg hier. Autsch, autsch, autsch. Operator, bitte anzukeilen. Achso, der ist schon. Ein Health Operator haben wir hier keine. Nö. Toll. Dann essen wir halt ein paar Nudeln. Haben wir sonst noch was zu essen? Ja, hier. Aalsülze. Eine Dose Sisak-Aalsülze. Stellt 5 Gesundheit und 5 Psi wieder her. Munition, die essen wir nicht. Pommes. Eine Packung gefriergetrockneter Pommes Fritz mit würzigem Sternenstaub von Transtar Kitchens. Warum nicht? Was ist das da? Petrischalenprobe. Nein, die schmeckt nicht gut. Duckbier. Duckbier, Entenbier, das trinkt man auch nicht. So, dann hau ich mal noch ein Medikit rein. Haben wir ja mittlerweile genug, mehr als genug. So, alles wieder heil, alles wieder fresh. Dann kann es ja weitergehen. So, da brauche ich für meinen Anzug ein Upgrade. Und dafür brauche ich nochmal zigtausend Neuromods mehr. Hier brennt was. Was hat's hier drin? Hebekraft 2. Hey, ist voll der Beat, was der da macht. Der Roboter. Hier komme ich sonst auch nicht rein, ne? Das hier dichte ich mal eben ab. Und wenn wir schon da sind. So. Komme ich hier aber immer noch nicht rein. Hebekraft 3 haben wir nicht. Aber komme ich hier hoch? Ja. Ich will hoch. Ja. Oh, Recycler und Hersteller. Sehr schön. Hersteller. Was haben wir hier? Da haben wir nämlich noch Müll. Was zu essen. Blöde Flexifoam-Bolzen. Und 2 Dateien. Jägerin Bolzenwerfer. Auslöser gemacht. Leiser gemacht, klappert nicht so stark. Moment mal, kann ich hier vielleicht mit diesem blöden... Naja, was soll's. Machen wir mal. Mit diesem Bolzenwerfer da unten rein, wo ich jetzt hier gerade hochgejumpt bin. Achtung, Strahlung, Mary, wie du vielleicht schon bemerkt hast, gibt es ein Problem mit einem der Tanks in der Nähe des Lagerschranks, das zum Austreten von Strahlung führt. Halte dich bitte davon fern und sag es weiter, bis ich die benötigten Dinge erhalten habe, um es in Ordnung zu bringen. Ja. Assassin's League. Hey Mary, hier ist Gary Snow. Ich arbeite im Besatzungsdienstbereich. Ich habe ein Gerücht über eine neue Pfeilpistole gehört, die sie sich ausgedacht haben. Es ging auch um ein Assassins-Spiel im Abortenturm. Arboretum. Und in den Besatzungsquartieren. Ich wäre gerne dabei. Danke. Ja. Schön. Wir haben noch mehr Müll. Gut, wir haben noch ein bisschen Platz, haben wir noch. Hier ist auch noch Müll drin. Wunderbar. Da können wir wieder recyceln. Leitfaden zu Transtar-Uniformen. Auszug aus Informationsmaterial für neue Transtar-Mitarbeiter. Abschnitt 11253 Transtar-Uniformen. Ihre Transtar-Uniform wurde entworfen, um ihnen Sicherheit, einen bequemen Sitz und einfaches Arbeiten zu ermöglichen. Die Uniform muss an Bord der Station stets getragen werden. Es wurden zwar allen
alle Anstrengungen unternommen, um Ihnen auf der TARDIS 1 ein komfortables und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten. Allerdings besteht immer die Möglichkeit eines Unfalls oder einer Gefahrensituation. Die Zugehörigkeit zu den Abteilungen erkennen Sie am Stil und der Farbe der Uniform. Braun-Schwarz, Leitung und Verwaltung, Grün-Rot, Grün und Weiß, Wissenschaft und Technologie, Orange, Technik und Wartung, Blau und Schwarz, Sicherheit. So, dann haben wir hier noch einen Fabrikatorplan. Ah, Antriebssystem, Fabrikatorplan. Oh, und synthetisches Material. Oh, wow, liegt es einfach hier rum. Krass. Ist ja cool. Da können wir uns so ein Antrags-Dingens da herstellen, das wir da auch brauchen. Gibt hier irgendwas? Nö. Was macht denn da so einen coolen Beat? Das ist das Ding da unten. Interessant. So, dann tun wir noch eben schnell recyceln. Diese blöden Bolzen auch. Braucht kein Mensch. Den Sekt auch. Und den Bourbon. Und das Bier. Will ich gar nicht haben, wird man nur betrunken von. Und mit meinem Glück haue ich mir das in einer Kampfsituation rein und dann ist es mischt. So, recyceln. Nur her damit. Wunderbar. Jetzt können wir uns so ein Antriebssystem für unseren Anzug herstellen. Plumps. Ich weiß noch nicht. Aha. Halte Leertaste gedrückt, während du fällst, um zu gleiten oder deinen Fall zu bremsen. Ach, wir ziehen das einfach auf. Okay. Ah, sehr schön. Wird das Ding auch leer? Jägerin, Formbolzen, Medikit, Glukanister, Schrotpatronen. Wir haben ja schon wieder ganz schön viel davon verballert. 12 Stück. Können wir auch nochmal welche machen. Und nochmal. Sehr schön. Schrot ist wichtig. Jetzt reicht's nicht mehr. Wie sieht's aus mit Medikit? Medikit geht immer. Was will man mehr? Medikit und Schrotbolzen. Schrotbolzen, Schrotmunition. Mehr braucht niemand. Die Schrotmunition für davor. Und den Medikit für danach. Geht nicht mehr. So. 9mm Munition. Ach ja, das ist dann rot, was nicht mehr geht. Und das, was geht, das ist... Ja, nicht rot. Schwarz. Okay, wir haben schon wieder... Eine zweite schallgedämpfte Pistole. Verbessern, favorisieren. Soll ich die andere? Nein, ich will die Schrotflinte verbessern. Wo sind die Neuro? Okay, hier. Dachte gerade schon. Die hätte ich noch einschmelzen können. Mache ich noch eben. Und dann machen wir eine kleine Folgenpause. Ab in den Recycler. Mineralisches Material. Fehlt das zufällig noch für... Ah, ein Medikit. Jawohl. Ja, wunderbar. Das ist auch eine gute Alternative. Eine Pistole in ein Medikit verwenden. Sehr schön. Gefällt mir. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, meine Freunde, machen wir hier eine kleine Folgenpause hier oben auf dem Dach. Oh, hier kann man sogar rausgucken. Und dann... Und warum wird mir die Plattform angezeigt? Aha, wir müssen auf die Plattform hoch. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge morgen, wenn es dann wieder heißt Time to Play. Bis dahin, schaltet wieder ein. Ich speichere hier mal eben Spiel speichern auf einem neuen Spielstand. Und dann sehen wir uns wieder. Ja, und mich würde es freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.